Ja, Pumping Altern, Freunde. Ich pumpe zwar noch nicht, aber wir haben noch 16 Tage. In 16 Tagen gibt es eine Transformation, wo ich mindestens dreimal in der Woche trainieren werde. Und wenn wir mal endlich unsere Küche haben, werden wir auch, oder ich werde auch ein paar Kochrezepte machen, was ich letzte Zeit koche, außer Wasser kochen und Eier kochen und Nudeln kochen, werde ich ein paar Rezepte raushauen. Ja, um was geht's denn hier? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich am Titel schon sehen, wir haben ja hier ewig ein Auto gesucht. Erstens, weil die Jenny ihre Knutschkugel nach Deutschland gebracht hat und Leasing Rückläufer geworden ist. Also sie hat zurückgegeben, weil sie ja mittlerweile entschieden hat, hier in der Türkei zu leben. Brauchen wir ein Auto, wo wir nicht alle zwei Jahre rausfahren müssen und das machen und dies machen. Und das, Freunde, hat richtig was gekostet. Das heißt, ihr zahlt hier für ein Auto, der 30.000 Euro kosten würde, 50.000 Euro. Also kein Land der Welt schont euch vor Steuern, aber manche Länder verlangen mehr, manche Länder weniger, manche Länder langen beim Autokauf zu und manche bei anderen Sachen. Vor uns fährt sogar ein deutsches Kennzeichen, VW. Haben wir den VW gekauft? Was glaubt ihr, was haben wir gekauft? Genau, wir haben uns für das Auto entschieden, weil alles drumherum uns gut gefallen hat. Wir haben dreimal das Auto gesehen und jedes Mal haben wir Bedürfnis gehabt, das Auto nochmal anzuschauen. Und das ist mein Instinkt irgendwie, ob ich Haus kaufe oder Fernseher kaufe. Das lasse ich erstmal sacken und dann sage ich, okay, das ist für mich bestimmt und ich muss es holen. Es war nicht billig, aber wir haben auch ein paar Überraschungen machen lassen. Ihr werdet jetzt einen kurzen Clip sehen, wie das Auto aussieht. Und dann werdet ihr jetzt sehen, wie das Auto jetzt aussieht. Also ich freue mich richtig. Sie ist sehr gelassen. Ich weiß nicht, wann sie sich freuen. Nein, ich bin total voller Vorfreude. Ich finde es voll cool. Also sie hat auch zu Hause gesagt, darf ich zurückfahren? Ja, und darf ich? Sie darf zurückfahren. Ja, wir werden das Auto für alle Zwecke hernehmen. Pickup ist meiner Meinung nach nicht für alles geeignet. Erstens dürfen wir nicht so schnell fahren. Zweitens will ich auch Pickup irgendwie schützen und schätzen. Das heißt, dass ich auch in vielleicht 20 Jahren diesen Pickup behalten möchte. Oldtimer, deutsches Kennzeichen, schau mal. Ja, das zeigen wir jetzt nicht, das deutsche Kennzeichen. Ja, welche Auto war das denn? VW irgendwas? Tiguan? Also, Tiguan hier, Freunde, kostet gebraucht fast 50.000 Euro. Schaut es mir bitte bei euch nach, wie viel die so kosten. Aber ich vergleiche es nicht. Wenn man Geld hat, kauft man was Schönes. Wenn man kein Geld hat, kauft man auch was Schönes, bisschen kleineres, andere Fabrikate. Und jetzt brechen wir hier ab und zeigen euch, wenn wir vorm Autohaus stehen. Weißt du was, Ercan? Was? Ich liebe es, wenn wir immer hier durchfahren. Ich finde die Ecke hier links, also hier, so schön. Die haben das hier so schön gemacht. Ja, das ist die Strandpromenade, Jenny. Alle rätseln, dass hier eine der schönsten Gebiete sein wird im Mittelmeer, weil wir eben 30 Kilometer Strand entlang fahren dürfen mit dieser Palmen und so weiter. Das hat was. Und wenn die Transportfahrzeuge oder Busse nicht mehr hier fahren dürfen, dann hat diese erste Reihe Wohnungen so zugelegt, dass ihr nicht fassen könnt. Viele sagen, ja, erste Reihe, wie kann man da kaufen und so weiter. Leute, erste Reihe ist begrenzt. Andere Reihen nach hinten sind nicht begrenzt. Man kann kilometerweit nach hinten gehen. Deswegen die erste Reihe eine Wohnung gekauft haben. Die können sich jetzt schon so freuen, nicht nur um Mehrwert zu haben, sondern auch eine schöne Immobilie gekauft zu haben. Jetzt fahren wir weiter. Wir sehen uns vorm Autohaus und gehen dann durch. Bis dann.
So, wir sind vorm Autohaus. Wer in Alanya ein schönes Auto kaufen möchte, sagt Ercan 10, dann habe ich Rabatt. Nein, Schmarrn. Also die Autos hier sind nicht älter wie 2 Jahre. Und ihr seht alles Picobello. Das Gute ist, das ist das Gute hier, Jenny. Was ist das Gute? Wir haben ein Geschoss unten, die machen Auto aufbereiten. Ob ihr jetzt folieren lassen wollt oder komplette Aussehen verändern lassen wollt, ist alles hier möglich. Bis gleich, Freunde. Eigentlich wollten wir die Freunde überraschen, die sich ein Tiguan zugelegt haben, und wir haben gedacht, wir nehmen was anderes. Und ich habe die herbestellt und die haben sofort erkannt, dass da irgendwas im Ding ist. Die dürfen wir leider nicht zeigen, aber unser Auto ist foliert, bereitgestellt. Wie heißt die Farbe? Siach. Matt. Das ist schwarz-matt, gehen wir mal von der anderen Seite. Boah. Also ich kannte dieses Autofabrikat nicht. Es ist ein französisches Auto. Ich bin mir sicher, dass ihr immer noch nicht drauf gekommen seid, was das ist. Freunde, Lenkrad, hier wie Panamera. Massagesitze und alles, was hier drin ist, ist höchste Qualität. Ich glaube, zwei Firmen haben sich zusammengetan. Zwei Firmen haben sich zusammengetan und das Auto gegen Porsche, Macan oder andere Firmen gebaut. Riesen Glasdach, komplette Panoramadach. Und wie gesagt, die Qualität, was drin eingebaut worden ist, ist einmalig, auch Bildschirm und so weiter. Geh mal die Lichter bitte, geh mal vor und zeig mal. Du kannst reden dabei, was Lichter machen. Mach doch mal aus und einmal an. Schaut mal bitte, schaut euch das mal an. Das sind wie kleine Diamanten. Also... Also ich finde voll schön. Auch hier die Zähne, das ist wie so ein Löwe. Oh, jetzt habe ich das Kennzeichen gezeigt, wir schneiden das weg. Und eben dieses Schwarz-Matte mit dem schwarzen Grill, das schaut einfach nur böse aus, oder? Geh mal hinter, genau, die Rückleuchten nochmal zeigen. Also ich finde, gelungen. Seht ihr? Die Türken, als sie diese Auto präsentiert haben, sondern haben ja. Die gesagt, sie sind Baklavas. Baklava. Baklava. Sexy Baklava. Genau. Dieses Logo
diese Dreieck-Logo, haben die Lichter drinnen, die Verarbeitung überall mit eingearbeitet. Also auch die Rücksitze sind sogar elektrisch verstellbar. Zeig mal die Leder, es ist auch die Qualität. Es ist wirklich drin. Feinstes Leder, Napa-Leder. Viel Leder eingearbeitet. Panoramadach, also auch hier alleine die Schall. Die Wahnsinn. Ja. Geh mal rein, Jenny. Ich glaube, du wirst mehr fahren. Ja. Also auch der Bildschirm. Das hier. Erdschan hat sich immer ein bisschen beschwert, dass im Mercedes nicht so viel Platz war. Und schau mal hier. Wow, jetzt haben wir was Neues entdeckt. Schaut mal. Beleuchtet. Es ist beleuchtet. Man kann sogar Farbe wechseln. Man kann Farbe wechseln. Und hier, Moment, ich versuche aufzumachen, schaut mal. Hier ist es unheimlich viel Platz einfach. Also ich habe mich gerade neu verliebt, muss ich sagen. Wirklich. Es ist einfach nur schön und es ist wirklich viel Platz. Okay, komm rauf. Das ist der MRB, der uns das möglich gemacht hat. Es war nicht wichtig, dass wir ein Auto bekommen, sondern dass das Auto auch richtig sauber hergestellt wird und eben foliert wird. Und teşekkürler MRB. Bize bu sevinci yaşattığınız için. Er sagt viel Erfolg, viel Glück damit. In diesem Sinne, wer in Alanya ein Auto braucht, kann hier, Gani heißt es, vorbeischauen. Die Autos sind ziemlich sauber, neu. Damit hat man in der Türkei Probleme, ob jetzt Kilometer runtergedreht worden ist, ob das auch Unfallwagen ist oder nicht. Hier hat man die Garantie, deswegen haben wir hier zugelegt. Ich hoffe, auch dass dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann, Pumping Alcan.